I am excited and you are excited for all what the Lord is doing in Germany. Ich bin also sehr begeistert und ihr auch über all dem, was der Herr in Deutschland tut. It's amazing to see as we offer ourselves to the Lord, he leads us in ways that we don't know of. Es ist erstaunlich, während wir uns dem Herrn ausliefern, leitet er uns in Wegen, von denen wir keine Ahnung haben. I'm just so excited. Ich bin so begeistert. Not only because of what the Lord is doing in Germany for Germany. Nicht nur wegen dem, was der Herr in Deutschland für Deutschland tut. But what the Lord is doing in Germany for the nations. Sondern was der Herr in Deutschland für die Nationen tut. If you are a leader, wenn du ein Leiter bist, then there are many nations that are waiting to be led. Dann gibt es viele Nationen, die darauf warten, geleitet zu werden. So if you don't take your place, wenn du also nicht deinen Platz nimmst, all the other nations are in a place of waiting. Sind alle anderen Nationen an einem Ort des Wartens und Ausharrens. So I want to take you out of thinking about yourself into thinking of God's plan. Ich möchte euch also helfen, herauszukommen, aus über euch selbst nachzudenken und stattdessen über seinen Plan nachzudenken. Think of a chess game. Denk über ein Schachspiel nach. If any player looks at the pieces, wenn irgendein Spieler sich die Steine dort anschaut, and you know nothing is more important than the other, und ihr weiß, ist nichts ist anders, nichts ist wichtiger als so die Steine. As they move the pieces, während sie die Figuren ziehen, if the piece that is supposed to move does not move, the whole game is waiting. Wenn die Figur, die sich eigentlich bewegen sollte, stehen bleibt, dann wartet das ganze Spiel. So think of it this way. Denk also so an dieses Schachspiel. When God begins to have his master plan for the nations, wenn Gott beginnt, seinen Masterplan für die Nationen in Existenz zu bringen, and he begins to establish his kingdom on earth as it is in heaven, und er beginnt damit, sein Reich hier auf Erden aufzubauen, so wie es im Himmel ist. Do you believe that? Glaubt ihr das? Really, really, do you believe that? Wirklich, wirklich, glaubt ihr das? I'm not joking. Ich mache gerade keine Witze, das ist eine echte Frage. Do you really believe, glaubst du das wirklich? That his kingdom will be established on earth as it is in heaven? Dass sein Reich hier auf Erden etabliert sein wird, so wie es jetzt schon im Himmel ist. I'm not talking about the millennium now. Ich rede jetzt nicht über das Millennium. I'm talking about now. Ich rede über jetzt. I'm talking about on earth. Ich rede über hier as auf it is Erden, in heaven. So wie es im Himmel Because ist. Because in the millennium, we don't need to pray about it. He is going to reign and rule over all. Denn im Millennium müssen wir nicht mehr beten, sondern er wird über alles regieren. How many of you know that all the kingdoms of the world will become the kingdoms of our Lord Jesus Christ? Wie viele von euch wissen, dass alle Königreiche der Welt die Reiche des Herrn Jesus Christus werden? How many of you know that? Wie viele von euch wissen das? How many of you really, really know that? Wie viele von euch wissen das wirklich, wirklich tief im Innern? I have to tell you something. Ich muss euch was erzählen. Because your faith activates what the Lord wants to do. Denn euer Glaube aktiviert, was der Herr tun möchte. So I need your faith tonight. Ich brauche heute Abend also euren Glauben. So we can activate in the spiritual realm what God wants to do. So dass wir im Geist aktivieren können, was der Herr tun möchte. Many people say whatever God wants to do it, he will do it. Viele, viele sagen, was auch immer der Herr tun möchte, er wird es vollbringen. Sometimes. Manchmal. But sometimes aber it's manchmal on our faith. Kommt es auf unseren Glauben drauf an. Let me give you a classical example. Ich möchte euch ein ganz klassisches Beispiel geben. When Peter saw Jesus coming on the water, als Petrus sah, wie Jesus auf dem Wasser zu ihm kam, what did he say to him? Was hat er ihm zu gesagt? He said, if you are the one, bid me to come. Er sagt, wenn du der eine bist, dann frag mich und bitte mich, aus dem Boot zu steigen. And what did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? Come. Komm. That word is creative. Dieses Wort ist kreativ schöpferisch. Any word that comes out of the mouth of the Lord is not just a direction, it is creative. Jedes Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt, ist nicht nur direktiv, sondern auch schöpferisch. And that's why we need to hear God. Und deshalb müssen wir Gott hören. Not only because I don't know what to do. Nicht nur, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. But because if he doesn't speak, nothing will move. Sondern auch, weil wenn er nicht spricht, wird sich nichts bewegen. His word is creative. Sein Wort ist schöpferisch. And that's why we have to hear. Und deswegen müssen wir ihn hören. And there's no option except to hear God. Es gibt keine andere Option, außer ihn zu hören. Not only so I know. Nicht nur so, dass ich weiß. Not only so I can follow the steps. Nicht so, dass ich nur den Schritten folgen kann. It includes that. Es ist Teil davon. But it's far bigger Aber es than ist that. Viel größer als das. When he speaks, wenn er spricht, heaven and earth will respond. Werden Himmel und Erde antworten. And everything for us to fulfill what he said. Und alles für uns, um zu erfüllen, was er sprach. Everything. Alles. That is needed to fulfill what he said. Alles, was gebraucht wird, um zu erfüllen, was er gesprochen hat. Is activated. Ist aktiviert. Even
if it was not existent. Selbst wenn es vorher nicht mal existierte. His word is creative. Sein Wort hat schöpferische Kraft. He can make it out of nothing. Er kann alles aus nichts erschaffen. So it is created. Es ist also geschöpft. Und Jesus said, come. Als Jesus sprach, komm. Everything needed for Peter to walk on the water is activated. Wurde alles, was Petrus brauchte, um aufs Wasser zu steigen, aktiviert. So Peter steps out. Petrus tritt also raus. He enjoys few steps. Er genießt ein paar Schritte. He's just amazed. Er ist erstaunt. I don't know. Ich weiß nicht. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Say, die Bibel sagt uns nicht, if the water became solid, ob das Wasser fest wurde still waving, oder immer noch Wellen waren. Ich weiß es nicht. If you are sinking, wenn du am Ertrinken bist, doesn't mean that God did not speak. Heißt es nicht, dass Gott nicht gesprochen hat. Many people tell me, viele Leute kommen und sagen, ich wusste, es würde so passieren. I knew. Ich wusste. Nein, es ist ein Mangel an Glaube, warum es auf diese Art und Weise passiert. We are in a different season. Wir sind in einer neuen Zeit. We cannot please him without faith. Wir können ihn ohne Glaube nicht gefallen. And I want to say to Germany, und ich möchte Deutschland zusprechen, we want to please the Father tonight. Wir wollen heute Abend dem Vater gefallen. We want to make him happy. Wir möchten ihn glücklich machen. Say amen. Sag Amen, bitte. For my sake, not for your sake. Um meinetwillen, nicht um deinetwillen. I like to speak to people, otherwise I could have taped it. Ich mag es gerne, zu Menschen zu sprechen. Ich hätte es uns auch aufnehmen können. I don't want to feel that I'm speaking to a camera. Ich möchte nicht, dass ich mich empfinde, als ob ich zu einer Kamera spreche. Really, wirklich. I get activated by your response. Ich werde aktiviert durch eure Reaktion. And I'm not a person who prepares what I'm going to say. Und ich bin keine Person, die vorbereitet, worüber ich sprechen werde. Ich versuche das. Actually, this is my expertise. I was a medical doctor. Das ist sogar meine Fachrichtung. Ich bin medizinischer Arzt. I studied from textbooks. Ich habe aus Büchern gelernt. I wrote books in surgery. Ich habe über in Bücher geschrieben, so, über Operationen. Meine Notizen, die habe ich drucken lassen und Leute haben damit gelernt. The person you see is totally different. Die Person, die ihr jetzt seht, ist total anders als der ich war. I'm very systematic. Ich bin sehr systematisch when in meinem Naturell. When a patient walked in, wenn ein Patient reinkam, my mind goes through the files. Da ist meine Gedanken durch die Dateien gegangen. I don't end up with 50 possibilities. Und ich komme dann nicht mit 50 Möglichkeiten raus. I end up with one or two or three. Ich habe dann am Ende 1, 2 oder 3 Möglichkeiten. My mind goes through the files. Meine Gedanken gehen durch die Informationen, die ich habe. And by the end of my discussion, I know what I want to do. Und am Ende meiner Diskussion mit dem Patienten weiß ich, was ich tun möchte. I'm a very good organizer. Ich bin sehr gut darin, Dinge zu organisieren. I used to teach in my medical school. Ich habe früher gelehrt in meiner Medizinschule. Aber als ich dem Herrn begegnet bin und ich ihm gesagt habe, ich will dir folgen, hat er gesagt, nein, du möchtest es gar nicht. I said to him, really, Lord, ich sagte, nein, wirklich, ich möchte dir folgen. Dann hat er gesagt, nein, du bist zu stark für mich. You're too organized. Du bist zu organisiert. I cannot use you this ich kann dich so nicht gebrauchen. And he had to change me. Und er musste mich verändern. So I had to surrender. Wir haben viele Regeln und Gesetze. Aber eigentlich ohne ihn können wir nichts tun. Die Sache, die mich also am meisten begeistert, ist, dass er lebendig ist. I want to tell you this. Ich möchte euch das sagen. Every religion, jede Religion, all their prophets, alle Propheten are dead. Sind tot. That's not my testimony. Das ist nicht mein Zeugnis. Frag sie. Every religion, jede Religion. Tell them, what is your prophet? Frag sie, wo ist dein Prophet? He is in the tomb. Er ist dort im Grab. Did he rise up again? Ist er schon auferstanden? They will say no. Sie werden sagen, nein. He did not rise up. Er ist nicht vom Toten auferstanden. The only religion, die einzige Religion, our founder, wo der Gründer, der Herr Jesus Christus, der ist in den Grab gegangen und er ist auferstanden. He is alive. Er lebt. He is alive. Er lebt. The only religion. Die einzige Religion. He is alive. Er lebt. Alive now. Jetzt. Er lebt. And he is here. Und er ist hier. Walking among us. Er läuft unter uns. And Germany, und Deutschland. We have been praying. Wir haben gebetet, for God's kingdom, so dass Gottes Reich, for God's glory, seine Herrlichkeit, for God's miraculous power, seine Kraftwirkung, and it is about heaven. Und es steht kurz davor zu geschehen. Ich möchte euch die gute und die schlechte Botschaft sagen. Die gute Nachricht. We're about to experience
something, the book of Acts will look like kindergarten to it. Wir stehen kurz davor, Dinge zu erleben, wo das Buch der Apostelgeschichte wie Kindergarten gegenüber aussieht. It is the glory of God. Es ist die Herrlichkeit Gottes. The glory of the latter house. Die Herrlichkeit des späteren Hauses. Die Herrlichkeit des späteren Hauses. Die weitaus größer ist than the glory of the former als die Herrlichkeit des ehemaligen Hauses. And our life und unser Leben are supposed to be sind bestimmt from glory to glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. We will never hit the plateau. Wir werden niemals ein Plateau begehen. Why do we go to a plateau? Warum begeben wir uns auf Plateaus? He will never take a vacation. Er wird niemals Urlaub machen. He's always alive. Er ist immer lebendig. And we will never hit a plateau. Und wir werden niemals auf der gleichen Ebene and the Bible bleiben. Says, from glory to glory. Die Bibel spricht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. When we come closer to his second coming, und wenn wir sein zweites Kommen dem näher kommen, the very soon second coming, das sehr, sehr nahe zweite Kommen, the one that I'm praying, I'll be here for it. Das Kommen, wo ich bete, dass ich da sein möge, hier auf Erden. I'm praying. Ich bete. I said to the Lord, ich habe zum Herrn gesprochen. Will it be that close? Wird es so bald sein? He didn't answer me. Er hat mir nicht geantwortet. But I said to him, aber ich habe ihm gesagt, I want to be welcoming you. Ich möchte dich willkommen. But I want to say this. Ich möchte das sagen. His second coming, sein zweites Kommen. The church will not be a bride beaten and a bride totally destroyed. Die Kirche wird keine Braut sein, die geschlagen und kurz vorm Sterben ist. Which wedding you will have that you as a father, your daughter walking down the aisle with dirty clothes and messed hair. What a father are you? Was für eine Hochzeit wäre das, wenn die Braut vom Vater nach vorne begleitet wird und sie ist dreckig und hat das Haar ist durcheinander. Was für ein Vater wärst du, wenn du sie so zum Altar führen würdest? Our heavenly Father. Aber unser himmlischer Vater promised. Er hat verheißen. A bride. Eine Braut. A bride. Eine Braut. And that's you. Und das bist du. Smile. Du kannst lächeln. That's you. Das bist du. That's really you. Das bist du, ganz wirklich. Smile about it. Lächel deswegen. It deserves a smile. Es verdient ein Lächeln. And one of the things about the smile is all of us Germans have muscles in the face that can't smile. Und die Sache mit dem Lächeln ist, wir alle als Deutsche haben Muskeln im Gesicht, deswegen können wir lächeln. It is you. Du. Blameless and spotless. Rein und ohne Makel. That is us. Das sind wir. We are. Wir sind. Going to be shining like the sun. Wir werden leuchten wie die Sonne. And that is what the Lord is preparing us. Und das ist das, wofür der Herr uns vorbereitet. That is what the Lord is preparing. Das ist, wozu der Herr uns vorbereitet. But I want to say something. Ich möchte euch was sagen. Whenever the kingdom of God moves, wann immer das Königreich Gottes in Bewegung ist, dann garantiere ich euch, das König der Dunkelheit kommt damit nicht klar. Sie werden beängstigt. Sie werden sauer. Und ärgerlich. Aber das Feuer wird geöffnet. So what? Also was soll's? The fourth light, the Son of God will be there. Ich rede nicht über China. I'm not talking about Egypt. Ich rede nicht über Ägypten. I'm talking about Germany. Ich rede von Deutschland. I'm talking about the kingdom of God. Ich rede über das Königreich Gottes. Look at all your reformers. Schaut euch alle eure Reformer an. Whenever they moved with God, wann immer sie zum Gott, hell broke loose. Gott gewendet sind, ist die Hölle losgebrochen. This is what we're about to enter in. Und das ist das, worin wir eintreten werden. The glorious kingdom of God. Das herrliche Königreich Gottes. And I want to say this. Und ich möchte euch sagen, 2017 we are beginning to enter into that. Beginnen wir da reinzutreten. We are about to be poor. Wir stehen kurz davor, arm zu sein. But we will enrich many. Aber wir werden reich sein. Because the economy will collapse. Viele reich machen, denn die Wirtschaft wird zusammenbrechen. The economy of the kingdom of God is with us. Aber die Wirtschaft des Königreiches Gottes ist mit uns. I'm not talking about houses. Ich rede nicht von Häusern. I'm not talking about paper. Ich rede nicht von Papier. I'm talking about the kingdom money. Ich rede vom Königreichsgeld. When you need to pay the taxes, wenn du die Steuern zahlen musst, there is a fish that's swimming. Da kommt ein Fisch angeschwommen, that has a golden bracelet. Der ein goldenes Amulett in dem Monokel hat. This fish, und dieser Fisch is destined for your net. Ist bestimmt für dein Netz. Nobody will touch it. Keiner wird
wird es anfassen. And I want to tell you something. Und ich möchte euch was sagen. All the hidden treasures, all die verborgenen Schätze, about to be revealed, werden offenbar werden. All the hidden treasures, all die verborgenen Schätze, is about to be revealed to the stehen kurz God. Davor, offenbar zu werden zu and, dem Volk Gottes. And as Paul said, und wie Paulus sprach, we are poor, wir sind arm, but we enrich many. Aber wir machen viele reich. It is not the money we have. Es ist nicht das Geld, das wir haben. It is the God of the money that es we ist have. Der Gott des Geldes, den wir haben. The banks will function for us no more. Doesn't matter. Die Banken werden für uns nicht mehr funktionieren, aber das macht nichts. And many of us will lose a lot. Viele von uns werden viel but verlieren. I'll tell you something. Aber ich sage euch, you're going to experience what Paul experienced. Ihr werdet erfahren, was Paulus erfahren hat. For him, für ihn habe ich alles verloren. And I consider it nothing. Und ich erachte es als nichts. For the sake of knowing him. Um ihn zu kennen. How many times you pray to know God closer? Wie oft hast du gebetet, Gott besser zu kennen? I have good news to you. Ich habe gute Neuigkeiten. God is about to take everything that hinders you from following him. Gott steht kurz davor, alles von dir zu nehmen, das dich daran hindert, ihm zu folgen. You think you're safe because you have a house. Du denkst, du bist sicher, weil du ein Haus hast. He is my shelter. Er ist mein Zuflucht. He is my refuge. Er ist mein He Zuflucht. Is my God. Er ist mein Gott. This is Christianity. Das ist Christentum. And people und Menschen will get the guns and will try to shoot you. Werden Kanonen nehmen und versuchen, nicht but zu erschießen. Aber ich sag dir was. That bullet, these bullets, diese Kanonen, diese Kugeln. He's very good. Er ist sehr, sehr gut. I'm on fire. Ich bin gerade feurig. So, he doesn't know. Er weiß nicht, was so passiert. The revelation coming Offenbarung after. Über ihn. So, you can speak whatever you want. Du kannst sagen, was immer du möchtest. Don't follow me. Folg mir nicht. I'm speaking to those who understand English. Ich spreche zu denen, die Englisch verstehen. And I'm speaking to those who have the gift of interpretation. Und ich spreche zu denen, die Gabe der Interpretation haben. But you can speak. It's the same spirit. Es ist der gleiche Geist. Sag, was du willst. This is the hour. Dies ist die Stunde. It is not my house that brings me safety. Es ist nicht mein Haus, das mir Sicherheit verschafft. It is my. He is my shelter. Er ist meine Zuflucht. It is not the money that brings es ist nicht das Geld, das mir Sicherheit bringt. He is mein Versorger. Can a nation be born in a day? Kann eine Nation in einem Tag geboren yes, werden? Says ja, the Lord. Sagt say der yes, Herr. Say yes with me. Sagt ja mit mir. You're not responding to me, you're responding to the verse. Can a nation be born in a day? Kann eine Nation in einem Tag geboren werden? What? Ihr antwortet nicht mir, sondern dem Herrn. Can Germany be born in a day? Kann Deutschland in einem Tag geboren werden? The last session in the morning we made a covenant. Heute Morgen in unserer Session haben wir einen Bund geschlossen. We entered into a covenant of wir sind oneness. In einen Bund der Einheit eingestiegen. And I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. When the presence of the Lord is here, wenn die Gegenwart des Herrn hier ist, he doesn't play games. Dann spielt er keine Spiele mit uns. Your word is your word. Dein Wort ist dann dein Wort. And the Lord witnessed that. Und der Herr ist Zeuge dessen. And he has already started preparing us. Und er hat schon bereits begonnen, uns vorzubereiten. There is a covenant of unity, not among the people that are here only. Es gibt einen Bund der Einheit, nicht nur zwischen den Menschen, die hier sind. But we acknowledged that was his intention when we got saved. Sondern wir erkennen an, das war sein ursprünglicher Plan, als wir errettet wurden. And we robbed him of that. Und wir haben ihn dieser Freude beraubt. Have you ever noticed that the head cannot function without the body? Ist dir das jemals aufgefallen, dass ein Kopf ohne Leib überhaupt nicht funktionieren kann? Have you ever noticed that? Ist euch das jemals aufgefallen? That's not only for the body, that needs the head. Es ist nicht nur der Körper, der den Kopf braucht, but the head needs the body. Sondern der Kopf braucht auch den Körper. And that is the principle of God moving on earth. Und das ist das gesamte Prinzip von Gott, der sich bewegt hier auf Erden. He needs a body. Er braucht einen Körper. He can do it. Er kann es tun. Actually, it was better that if he did it without us. Es wäre sogar besser, wenn er es ohne uns tun würde. I said that to the Lord many times. Ich habe dem es dem Herrn oft gesagt. If I were you, wenn ich du wäre, and I'm glad I'm not him, und ich bin froh, es ist nicht so. I said that if I were you, I would use the angels. Why? You use men and women. Sagt, wenn ich du wäre, dann würde ich das mit Engeln machen. Warum benutzt du Männer und Frauen? I will use angels. Ich würde einfach die Engel ausschicken. He commands them, they go and do everything. Er befiehlt ihnen und sie gehen und sie tun alles. They don't have that choice that we have. Sie haben nicht diese Wahl, die wir haben. Why do you use men?
Warum sollte man Menschen gebrauchen? Because we're going to reign and rule with him. Weil wir mit ihm regieren und herrschen werden. So he has to train us here. Er muss uns also hier vorbereiten. And we have to get that choice. Und wir müssen uns entscheiden. So the Lord is preparing us. Der Herr bereitet uns also vor. Preparing us for what? Bereitet uns wofür vor? That the lion of Judah is about to move. Dass der Löwe von Juda kurz davor steht, sich zu bewegen. Have you ever noticed that the warfare and the things of resistance has changed lately in the last year or two? Ist euch aufgefallen, dass in den letzten ein oder zwei Jahren geistliche Kampfführung sich verändert hat, wie wir kämpfen? Ist dir aufgefallen, warum? Because he's going for the giants. Denn er greift jetzt die Riesen he's going an. For the big shots. Er greift jetzt die großen Dinge an. And he knows this is not our fight. Und er weiß, es ist nicht unser Kampf. In the last years, in den letzten Jahren he will give us an obstacle. Hat er uns ein Hindernis gegeben and he will train us. Und uns trainiert. And then when we defeat the enemy, und dann, wenn wir den Feind besiegt haben, he boosts up the enemy. He said, I'll give you more energy. Dann gibt er den Feinden mehr Energie. He hardens his heart. Er verhärtet ihr Herz noch mehr. Warum? Because you're going to another level, and that level that you have defeated the enemy is boring now. Denn du brauchst ein neues Level und das, wo du ihn vorher besiegt hast, das eben ist langweilig. So he gives the enemy a little bit more. Deswegen gibt er dem Feind ein bisschen mehr. Und dann besiegen wir den Feind. Und dann geht es ein bisschen stärker. Besiegen den Feind. And then comes a moment. Und dann kommt ein Moment, he says to you, wo er sagt zu dir, I have tested you now. Ich habe dich jetzt geprüft. I know your heart. Ich kenne dein Herz. But the next battle, aber der nächste Kampf is not yours. Ist nicht deiner. It's mine. Es ist meine. Line up behind me now. Stell dich hinter mir auf. Come behind me. Komm hinter the mich. Only thing we need to do now, die einzige Sache, die wir jetzt tun müssen, to link together as one body, ist gemeinsam zusammenzukommen als ein Leib and to link together with the head. Und gemeinsam mit dem Kopf in Verbindung zu treten. That's our only warfare. Das ist unsere einzige Kampfführung. Don't get out of the flock. Komm nicht heraus aus der Herde. Stay in the body. Bleib im Leib. And stay behind the commander-in-chief. Und bleib hinter dem Kommandanten. Because that is his battle. Denn das ist sein Kampf. You remember the Chronicles of Narnia? Erinnerst du dich an die Chroniken von Narnia? You remember the lion and the witch in the wardrobe? Erinnerst du dich an die Hexe und der you Schrank? Know all the children coming on the scene? All die Kinder, die dort auftauchen? The beavers are telling them, you are the prophecy, you are the prophecy. Und die Biber, die sagen, ihr seid die Prophetie, ihr seid die Erfüllung. And the kids realized they are the prophets. Und die Kinder erkennen, oh, wir sind die, von denen prophezeit wurde. Comes a moment, und dann kommt ein Moment, where now he's going for the giants. Wo er dann die Riesen angreift. He's going for the giants. Er greift die Riesen an. And he says to the children, und er sagt zu den Kindern, step aside. Trete zur Seite. This battle is mine. Das ist mein Kampf. And he goes and meets the witch. Und er geht und begegnet der the Hexe. Lord is about to snap out from the enemy all what belongs to him. Der Herr steht kurz davor, dem Feind all das zurückzunehmen, was ihm gehört. So he's going to the big shots. Er geht also an die großen Schüsse. Do you remember, have you ever watched the Prince of Egypt? Habt ihr jemals den Prinz von Ägypten geschaut? Do you remember when Moses walked in? Erinnert ihr euch, als Mose reinkommt and he confronts Pharaoh, und er konfrontiert den Pharao? And Pharaoh said to him, show me. Und der Pharao sagt, zeig's mir. And Moses does the first miracle. Und Mose tut das erste Wunder. And the stick becomes a snake. Und der Stab wird zu einer pulls Schlange. It up. Und er zieht es wieder, nimmt es wieder. And do you know, he brings the Pharaoh brings the magicians. Und der Pharao bringt die Magier von sich. And they walk in. Remember, und sie kommen herein. The big one and the tiny one. Der große Dicke und der and Kleine. They come walking. Und die kommen da reingelaufen. And there is a song in that movie. It's very interesting. Und es ist ein Lied in diesem Film. Sehr, sehr interessant. And they say to Moses, und sie sagen zu Mose, you have come to play with the big boys now. Du bist gekommen, um jetzt mit den großen Jungs zu spielen. This is not about you and us. Es geht nicht um dich und mich. This is let your God deal with our God. Da ist es, lass deinen Gott mit unserem Gott dealen. And do you know the gods of Egypt? Und ihr wisst, die Götter Ägyptens. That's what we're dealing with today. Das sind die, gegen die wir heute kämpfen. The sun god. Der Sonnengott. That has birthed the Freemasonry. Der die Freimaurerstum hervorgebracht hat. Auf der ganzen Welt. And now the fight of all ages. Und jetzt der Kampf der alten Zeiten. And that is the God that is over North Korea. Und das ist der Gott, der über Nordkorea the sun god. Ist. Der Sonnengott. And that is the God that is over Japan. Und das ist der Gott über Japan. The sun god. Der Sonnengott. And God is about to deal und with all the giants. Gott wird all diese Riesen angreifen und konfrontieren. And at the end of the story, und das Ende der Geschichte. Do you know what they say to Pharaoh? Wisst ihr, was sie zum Pharao sagen?
You cannot touch this. Du kannst das nicht berühren, du kannst es nicht anfassen. This is beyond our capacity. Das geht weit über unsere Kapazität hinaus. Dieser Gott is different. Ist never, anders. Never dealt with any God Niemals like that. Ist uns ein Gott wie dieser begegnet. In Munich Gathering 2015. In München Gathering 2015. Wie viele von euch waren da? Hebt kurz eure Hand. You're a faithful remnant. Ihr seid ganz schön treue Seelen. You see, you can lift up your hand. I know it. Schau, ihr könnt eure Hände hochheben. Ich wusste es. Ich wusste es. In 2015, on the first day, am ersten Tag, the days of the gathering was not ordained by us. Die Tage des Gatherings waren nicht von uns festgelegt. So we're having the pre-gathering, wir haben also ein Vortreffen. And I open my Bible, und ich öffne meine Bibel hier. And suddenly a notice comes on my Bible. Happened on that day. Und plötzlich kommt so eine Notiz auf meinem Handy, geschehen an diesem Tag. I think it was October 24th or something. Ich glaube, es war der 24. Oktober. Happened on that day. Geschehen an diesem Tag. So as I look at the Bible and I'm intrigued. I've never seen this app or this announcement ever in my life. Während ich also hier auf mein Handy schaue, ich habe diese App oder diese Ankündigung noch nie vorher in meinem Leben gesehen. So I look at it. Ich schaue es mir also an. Happened on that day. Geschehen an diesem Tag. Today, heute, 70 years to the date, genau vor 70 Jahren, the Charter of the UN was executed. Wurde die Charta der Vereinten Nationen eingesetzt. The United Nations started functioning on that day. Die Vereinten Nationen begannen ihren Dienst an diesem Tag. Years ago. Vor exakt 70 Jahren. 70. Because of Jeremiah's prophecy. Hat mich natürlich getroffen wegen Jeremias Prophetie. The end of captivity and the beginning of freedom. Das Ende der Gefangenschaft und der Anfang von Freiheit. So I was very excited. Ich war also sehr begeistert. 70 years. 70 Jahre. And then suddenly I hear a voice. Plötzlich höre ich eine Stimme. And a voice said, und die Stimme sagt. And I knew it was God. Und ich wusste, es war Gott. He said, I have given the natural United Nations. Er sprach, ich habe den natürlichen Vereinten Nationen 70 Jahre gegeben. To do whatever they can. Um zu tun, was immer sie vollbringen können. And they failed. Und sie haben es nicht geschafft, sie sind today, gescheitert. Heute I'm declaring in heaven and earth, deklariere ich im Himmel und auf Erden, I will show all the world, ich werde der ganzen Welt what I'm about to do with my spiritual United Nations, zeigen, was ich mit meinen geistlichen Vereinten Nationen vollbringen I will werde. Show the principalities and powers, ich werde den Mächten und Gewalten im Himmel schon zeigen, when my body walks in unity, was geschieht, wenn mein Leib in Einheit in läuft, surrender to the King, in Unterordnung unter den König. I will show the world, ich werde der Welt zeigen, was ich tun werde. And I knew right away, und ich wusste sofort, the United Nations in the natural, die Vereinten Nationen im Natürlichen, waren beendet. 70 Jahre hatten sie und ihre Zeit war vorbei an diesem and Tag. Now, the only hope, und jetzt die einzige Hoffnung, die einzige Hoffnung für die Welt ist der Leib Christi, die geistlichen Vereinten Nationen. Und das ist passiert heute Morgen, den Leib Christi in Deutschland zu umarmen, in Übereinstimmung zu kommen mit dem, was Jesus tun möchte. Sie werden eins sein. Nicht eine neue Einheit, sondern wie der Sohn und der Vater. And then the Lord began speaking to und dann begann der Herr zu uns zu sprechen. Er sagte, versammelt die Nationen, the families of the nations, die Familien der Nationen, from the east and the west, aus dem Osten und dem Westen. Gather them in Israel. Versammelt sie in Israel. And that's why we had the gathering in Israel. Und deshalb last hatten November. Wir das Gathering in Israel letzten November. How many of you were in Israel last wie viele November? Von euch waren in Israel letzten November? Lift up your hand. Hebt kurz eure Hand hoch. Less of the number. Weniger, ein paar weniger. It doesn't have to be in Germany to follow God. Es muss nicht in Deutschland sein, so dass ihr Gott folgen könnt. Doesn't have to be. Es muss nicht sein. We are training ourselves as people of the Spirit. Wir trainieren uns als Menschen des Geistes. When the Lord said go. Und wenn der Herr spricht, geh. It's part of the kingdom and all the nations involved. Es ist Teil des Königreiches und alle Nationen sind involviert. When we met in Israel, als wir uns in Israel versammelt haben, the Lord gave us three assignments. Gab der Herr uns drei Aufgaben. One is the east meeting the west. Eins, der Osten soll den Westen treffen. The second is the household of Abraham, the sons of Isaac and the sons of Ishmael. Das zweite, der Haushalt Abrahams, die Söhne Isaaks und Ismaels. And then the highway of Isaiah 19. Und dann diese Straße, Jesaja 19. We walked in, und in dem Moment, in dem wir reingekommen it was sind, like a miracle. Was für ein Wunder. Something happened in the
Etwas geschah im Geist. And the only way I can explain it, und die einzige Art und Weise, wie ich es erklären kann, from John 17, ist von Johannes 17 aus. When Jesus said, als Jesus sprach, I have given them the glory. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Say it again. Sag's nochmal. I have given them. Ich habe ihnen gegeben. Not I will give them. Nicht ich werde ihnen geben. I have given ich them habe the ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gabst. Dass sie eins sein müssen. As you are in me and I am in you. So wie du in mir bist und ich in dir. The oneness, die Einheit. Between the nations, the families of the east and the families of the west. Das Einssein, das geschah zwischen den Familien des Ostens und des Westens. Something of that oneness. Etwas dieses Einsseins. That gave us authority. Gab uns Autorität. And we felt. Und wir haben empfunden. We have the authority. Wir haben die Autorität. To go into the division of the household of Abraham. In die Spaltung des Haushaltes Abrahams reinzutreten. Division between the two sons and their descendants. Die Spaltung der beiden Söhne und ihrer Nachkommen. Ishmael and Isaac. Ismael und Isaak. A breakthrough happened. Ein Durchbruch passierte. Suddenly we realized. Und plötzlich wurde uns bewusst. What was the blessing of Abraham about? Was war der Segen Abrahams? When God said to Abraham. Als Gott zu ihm sprach, I will bless you. Ich werde dich segnen. That's not the end. Aber es ist nicht das Ende. And I will make you a blessing. Und ich werde dich zum Segen machen. All the nations, alle Nationen will be blessed through you. Werden durch dich gesegnet sein. But what a divided house can give. Was kann aber ein geteilter Haushalt geben? If the house that's supposed to bless us is divided, wenn das Haus, das uns segnen soll, gespalten ist, and the house is divided, will not stand. Und ein Haus, das gespalten ist, wird nicht Bestand haben. The nations, deshalb bringt der Herr die Nationen, the unity, gibt ihnen Einheit, the root issue, dann konnten wir die Wurzel des Problems berühren. Etwas geschah im Geiste. Something happens in the spiritual, etwas geschieht im Geiste. And now the blessings of the household of Abraham to all the nations. Und jetzt können der Segen des Hauses Abrahams an alle Nationen freigesetzt and werden. Then as we began praying for Isaiah 19, und als wir anfingen für Jesaja 19 zu beten, again, und je wieder, it's not about Egypt, Israel, Assyria only. Es geht nicht nur um Israel, Ägypten und Assyrien. If you read Isaiah 19, it says, a blessing in the midst of the earth. Wenn du Jesaja 19 liest, heißt dort, es wird ein Segen sein inmitten der Welt. So we opened. Wir öffneten a double blessing, also einen doppelten Segen für alle Nationen. And this is the hour, und das ist die Stunde, of the nations to be blessed, in der die Nationen gesegnet werden, to be born in a day, um geboren zu werden in einem Tag. And then the Lord began speaking to us. Und dann begann der Herr zu uns zu sprechen. After we finished the gathering, nachdem wir mit dem Gathering fertig waren, we had a gathering in Korea this year, haben wir im Januar dieses Jahres in Korea versammelt. And in Korea, und in Korea, I thought it was a national gathering, dachte ich, du würdest um nationales Veranstaltung gehen. Something happened. Aber es geschah etwas. All the Korean leaders, all koreanischen Leiter, when I say Korea, I mean South Korea. Wenn ich Korea sage, meine ich Südkorea. There were some people from North Korea that have defected. Vereinzelte Nordkoreaner, die geflohen waren da. Came, aber während die Koreaner leaders, und all die Leiter haben sich flach auf ihr Angesicht gelegt. Nicht oberflächlich. It was so powerful. Es war so kraftvoll. And they welcomed the kingdom of God into Korea. Und sie hießen das Königreich Gottes nach in Korea willkommen. Suddenly the Chinese jumped in, plötzlich kamen die Chinesen auf die Bühne gesprungen. And they say to the Koreans, und sagen zu den Koreanern, from now on, von jetzt an, you're not walking alone, we're geht ihr not nicht mehr alleine, alone. Wir gehen nicht mehr we'll alleine. Make a covenant. Wir machen einen Bund miteinander. Wir werden gemeinsam to laufen, see the body of Christ come to its destiny. Um den Leib Christi in ihre Bestimmung hineinzulaufen zu sehen. We began watching this, und während wir das beobachten, we began thinking, haben wir angefangen zu nachzudenken. Was ist das? Could be the time for John 17 is now. Könnte es sein, dass die Zeit für Johannes 17 jetzt ist? Could it be that the time has come? Könnte es sein, dass die Zeit for gekommen the Lord ist, to make a display, dass der Herr of the unity of the body of Christ, die Einheit durch die Einheit in seinem Leib sich offenbart. And then we remember. Und dann haben wir uns erinnert. John 17 says. Johannes 17 sagt. That they will be one as the Father and the Son. Dass sie eins werden wie der Vater und der Sohn. Why? Warum? Not only for our pleasure and our enjoyment, nicht nur für zu unserer Freude und unserem Genuss, sondern für die Welt, so the world might know, dass die Welt erkennen möge, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Last key of evangelism of the whole world is the unity of the body of Christ. Der letzte Schlüssel für die Evangelisation der ganzen Welt ist die Einheit im Leib Christi. Germany
Today is written in your history. Und Deutschland, der Tag heute ist in deiner Geschichte niedergeschrieben. God will not look back at yesterday. Wenn ich zurückschaue nach gestern, God established a stake in the ground. Da hat Gott einen Stab in den Boden etabliert. And he said, Germany und gesagt, Deutschland is aligned. Es ist lebendig. I have enough. Ich habe genug. Critical mass. Eine kritische Menge. To bless the whole nation. Um die ganze Nation zu segnen. And watch out. Und pass auf. Open your heart. Öffne dein Herz. When you go back home. Wenn wir zurück nach Hause gehen. You will find people wanting to walk in unity and divisions will be broken down. Wird es geschehen, dass du merkst, wie Leute in Einheit gehen möchten und Spaltungen niedergerissen werden. So as we began thinking, wenn wir so anfingen nachzudenken, wow, what is happening? Was passiert hier? And as we began praying, we prayed leaders from all the nations. Und als wir beteten, Leiter von allen Nationen auf der ganzen Welt. What hour we are living in? Welche Stunde leben wir? Because Stunde this leben? Is the year of the breakthrough. Denn dies ist das Jahr des Durchbruchs. Do you know, on the 17th day, the ark rested on Mount Ararat. Wusstest du, dass am 17. Tag die Arche auf dem Berg Ararat landete? Number 17. 17. Ja, die Zahl 17. Am 17. On the 17th day. Am 17. Tag. John 17. Johannes 17. 2017. I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. What does Ararat mean? Was bedeutet Ararat? Ara means the breaking. Ara bedeutet der Bruch. Rat means the curse. Rat, der Fluch. It's the removal of the curse. Es ist das Hinwegnehmen des Fluches. And that's why Noah saw the rainbow. Und da war der Regenbogen. And the Lord said to Noah, und er sprach zu Noah, never again will I curse the land. Nie wieder werde ich das Land verfluchen. It's over. Es ist vorbei. And the Lord began speaking to us. Und der Herr fing an, zu uns this zu sprechen. Year dieses Jahr is the display ist die Offenbarung of the kingdom of God, des Königreiches Gottes auf Erden, wie es im Himmel ist. And I'm gathering the nations, und ich versammle die Nationen, because I need the body from every color, denn ich brauche den Leib von jeder Nation, why? Sprache und Stamm. Warum? Because our governments will not know what to do anymore. Weil unsere Regierungen nicht mehr wissen werden, was sie tun sollen. They will lack wisdom. Sie werden Weisheit mangeln. They will lack, the economy will be shaken. Die Wirtschaft wird erschüttert werden. Why? Warum? Because the kingdom of God is about to emerge. Denn das Königreich Gottes steht kurz davor, hervorzukommen. And when the kingdom of God moves, wenn das Königreich Gottes sich bewegt, everything that can be shaken will be shaken. Wird alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden. Why? Warum? Because the unshakable is about to emerge. Denn das Unerschütterliche ist kurz davor, offenbar zu werden. The kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. Hier und jetzt. And we, the body und wir of Christ, als Leib Christi, are the foretaste. Sind der Vorgeschmack. We are the foretaste. Wir sind der Vorgeschmack of the millennium. Des Millenniums. Because the Lord will say to the nations. Denn der Herr wird zu den Nationen sagen. Look at schau, my body. Schau mein Leib. Look at my kingdom. Schau mein Königreich. One day. Eines Tages. You will come under my lordship like this. Werdet ihr unter meine Herrschaft kommen, one so wie sie. Day. Eines Tages. All the nations of the world. Werden alle Nationen der all Welt. All the kingdoms of the world. Alle Königreiche will der Welt. Become werden the kingdoms of our Lord Jesus Christ. Königreich des Herrn Jesus Christus werden. But watch out. Aber pass auf. There is a remnant. Da gibt es einen Rest. Called the redeemed. Die heißen die Erlösten. Those who are saved by the blood. Die errettet sind durchs Blut. They don't belong to the kingdoms of the world. Sie gehören nicht zu den Königreichen der Welt. We are not from nicht the kingdoms mehr. Of the world. Wir sind nicht mehr von den Königreichen der Welt. We belong to our Lord Jesus Christ. Wir gehören unserem Herrn Jesus Christus. We are his people. Wir sind seine and Kinder. Now und jetzt is the fullness of time ist die Fülle der Zeit für die Erfüllung. So the Lord began speaking to deshalb us. Sprach der Herr zu uns. He said, gather a remnant. Versammle einen Rest. A representation of the eine Repräsentation der Nation. To begin to discuss. Um zu beginnen zu diskutieren. I'm giving the body of Christ. Denn ich gebe dem Leib Christi from my throne room, von meinem Thronsaal the power to bind and loose. Die Kraft zu binden und zu lösen. I was waiting for this day. Ich habe auf diesen Tag gewartet. The day of the unity of the body. Der Tag der Einheit des Leibes. And as I said over the Tower of Babel, und wie ich es vor dem Turm zu Babel gesagt now habe, they have one mind. Jetzt haben sie einen Verstand. Nothing is impossible nichts for them. Wird ihnen unmöglich I'm sein. Going to speak it over my church. Ich werde es über meiner Kirche over sprechen, my body. Über meinem Leib. Now they have one mind. Jetzt haben sie einen nothing Verstand. Is impossible einen for them. Sinn. Nichts wird ihnen unmöglich and sein. Spoke to us. Und er sprach he said, I have shaken the regime in Russia. In Russland das Regime I have shaken the regime in China. Ich habe in China das Regime I have shaken the regime in Germany. Ich habe in Deutschland das Regime look at the wall, it doesn't exist anymore. Schau, die Mauer ist nicht mehr da. And he said, I wanted the body of Christ. Und er hat gesagt, ich möchte den Leib Christi. Because I want to shake the regime of North Korea. Denn ich möchte das Regime in Nordkorea erschüttern. It is time. Das ist Zeit. And the Lord said,
Der Herr sprach, gather the global body. Versammel den weltweiten Leib. To worship me. Um mich anzubeten. And to declare to und zu deklarieren zu den Mächten und Gewalten. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Let my people lass go. Mein Volk ziehen. Let my people lass go. Mein Volk ziehen. And watch out. Und pass auf. What I'm about to do. Das was ich tun werde. When Lazarus sent for a message for me. Als Lazarus mich nach mir rufen ließ. Haben Martha und Maria gesagt, komm. Your friend is sick. Dein Freund ist krank. I delayed. Ich bin zu spät gekommen. Not because I was hard-hearted. Nicht, weil ich ein hartes Herz gehabt not hätte. Because I didn't want to do it. Nicht, weil ich es nicht tun wollte. But I was preparing for a greater miracle. Sondern ich habe vorbereitet für ein noch größeres Wunder. And I'm leaving North Korea for the great miracle. Und ich hebe mir Nordkorea auf when für ein noch größeres Wunder. Und die ganze Welt wird erkennen. Dass ich the God of heaven and earth. Der Gott von Himmel und and Erde my body, und durch meinen Leib I will do what the United Nations has failed to werde ich tun, woran die Vereinten Nationen scheiterten. Because whatever is happening on in heaven will be happening on earth. Denn was immer im Himmel geschieht, wird auf Erden geschehen. And the Lord's prayer. Und der des Gebets. Our Father, Vater unser Vater im Himmel, sprich es mit mir. Our Father, Vater unser, lass uns aufstehen und uns gemeinsam beten. I want to declare it. Ich möchte es deklarieren heute, it's his kingdom. Denn es ist sein Reich, it's his glory. Es ist seine Herrlichkeit, it's his power. Es ist seine Kraft, it's coming to earth. Die hier auf Erden kommt. It is his kingdom. Es ist sein Reich, it is his glory. Seine Herrlichkeit, it is his power. Seine Macht on earth. Auf Erden, as it is in heaven. Wie im Himmel. And Ovi sang this. I was so excited. Und Uwe hat es gesungen, ich war so begeistert, als wir begannen, das Lied zu singen. So let's declare it together. Lass es also gemeinsam deklarieren. But I want to please his the Father. Aber ich möchte dem Vater gefallen. Will you please put your faith? Würdet ihr bitte euren Glauben dazu schicken? Wir beten hier kein Gebet nach, in sondern wir deklarieren in den geistlichen Raum. Wir sprechen zu den Mächten und Gewalten hear what the Lord is saying to Germany. Und sagen, höre, was der Herr zu Deutschland spricht. And by the way, this gathering in Korea is in November. Und übrigens, dieses Gathering in Korea wird im November stattfinden. We will go to South Korea. Wir werden nach Südkorea gehen and the family of God will gather und die Familie Gottes wird sich versammeln in, one accord. In einem we will declare to the body of Christ. Und wir werden zum Leib Christi rufen. John 17 is a reality. John 17 Johannes 17 ist eine Realität. Look at the body. Schau im Leib. So let's speak this. Don't close your eyes. Schließ nicht eure Augen. I want you to open it wide. Ich möchte, dass ihr sie weit aufhaltet. Möchte, dass ihr seht. All what the enemy is doing in the world. All das, was der Herr, das, was der Feind in der Welt tut. I want you to see. Und ich möchte, dass ihr seht. Their covering has departed. Dass ihr Schutz von ihnen fiel. What Caleb and Joshua said. Was Caleb und Joshua gesagt the Lord haben. Is pleased to give us the land. Der Schutz wurde von ihnen genommen, dem Herrn gefällt es, uns das Land zu geben. Deswegen öffnet eure Augen weit. Schaut look at each an. Other as you declare it. And let your faith release your brother and sister. Schaut einander an, während ihr es deklariert, und lasst euren Glauben, euren Bruder und eure Schwester freisetzen. This is the time. Denn dies ist die yes. Zeit. Okay. Yes. I would like Markus Bibi can lead Markus, kannst du uns vielleicht leiten? Let's by faith declare it to the principalities and powers. Im Glauben sagen wir das. And I want to say something. Angesichts von Mächten und Gewalten. Don't be afraid. Fürchte dich nicht. When things are about to shake. Wenn die Dinge richtig erschüttert werden. Because in the Lord's prayer it says, your kingdom come, your will be done. Weil das Vater unser sagt deutlich, dein Reich komme. Brothers and sisters, ihr lieben Brüder und Schwestern, are you okay with the will of God to be done in Germany? Ist es nicht das Beste, wenn der Wille Gottes in Deutschland passiert? Even if it means Acts chapter 7. Selbst wenn das Apostelgeschichte 17 beinhaltet. When Stephen spoke, und das ein filled with the Holy Spirit, erfüllt von Heiligen Geist und Weisheit sprach. And that was the beginning. Und das war der of the global church going everywhere. Da ist die weltweite die Gemeinde Germany, die ganze Welt hinausgegangen durch Germany, Deutschland. You're destined for the nations. Ihr seid bestimmt, dass ihr nochmal in alle Nationen hinausgeht. Not the old style missionaries. Nicht nach der Art der alten Missionare. Carriers of the glory. Ihr werdet als Träger der Herrlichkeit missionarisch gehen. You're going to bend your back and put the nations on your shoulder. Oh, den Rücken gebeugt, die Nationen tragen. And say, we have seen God. Und ihr werdet sagen, hey, wir durften Gott sehen in Deutschland, kommt auch. In all Europe. In ganz and in all the nations. Und in die Nationen. So let us declare it by faith. Das erklären wir jetzt zusammen im Glauben, because, okay? Because God and the angels are witnessing. Weil Gott und die Engel uns bezeugen hier. Amen.
Halleluja. Seid ihr bei der Halleluja, ja. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nochmal, wie im Himmel, so in Deutschland. Wie im Himmel, so in Deutschland. Wie im Himmel, so in Deutschland. Amen.